Die Maze Runner-Reihe machte Dylan O'Brien zu einem vielversprechenden Jungstar. Doch der letzte Film der Reihe hat seinen kometenhaften Aufstieg gestoppt. Hier ist der Grund, warum Dylan O'Brien seit Maze Runner 3 Die Auserwählten in der Todeszone nicht mehr derselbe ist. Dylan O'Brien begann seine Karriere bei MTVs Teen Wolf. Er spielte den Fanliebling Stiles Stilinski, den besten Freund des Teenager-Werwolfs Scott McCall, und diente als Quelle der Komik. Im Laufe der Serie wurde Stiles immer ernster und emotionaler, und O'Brien konnte neben den üblichen Albernheiten von Stiles auch sein Können in Sachen Humor, Drama und Romantik unter Beweis stellen. Wie alle guten Dinge endete auch Teen Wolf im Jahr 2017, aber O'Brien war bereits auf dem Weg zu größeren und besseren Dingen. Jung, talentiert und gut aussehend war O'Brien ein erstklassiger Kandidat für die wachsende Nachfrage nach Herzensbrechern für die Hauptrollen in Filmen, die von Jugendromanen inspiriert sind. Im Jahr 2013 wurde er für die Hauptrolle in Maze Runner gecastet, was ihn den Durchbruch zum Kinostar bescherte. Die 2014 erstmals veröffentlichte Filmreihe Maze Runner folgte dem Trend dystopischer Jugendromane. Die Geschichte spielt in einer postapokalyptischen Gesellschaft, in der die Welt von einer allmächtigen Organisation kontrolliert wird, gegen die der mutige Hauptdarsteller und seine Bande unwahrscheinlicher Freunde kämpfen müssen. Klingt das bekannt? I volunteer as tribute. I believe we have a volunteer. Beide Filme waren adrenalingeladene Science-Fiction-Kracher, die ihr Budget bei der Veröffentlichung um das Dreifache wieder einspielten. Aber was ist mit dem dritten und letzten Film, Maze Runner 3, die Auserwählten in der Todeszone, fragt ihr euch? Nun, hier wurden die Dinge für Dylan O'Brien kompliziert. Die Schauspielerei kann gefährlich sein, vor allem wenn ein Schauspieler seine eigenen Stunts macht. Die Schauspieler und die Crew am Set von Maze Runner 3, die Auserwählten in der Todeszone, mussten das auf die harte Tour erfahren, als ein Stunt, an dem der Hauptdarsteller der Serie, Dylan O'Brien, beteiligt war, furchtbar schief ging. Im März 2016 wurde O'Brien an einem Set in Vancouver, Kanada, Berichten zufolge von einem Fahrzeug angefahren. Es gibt nur wenige Details und widersprüchliche Berichte. Aber was wir wissen ist, dass die Dreharbeiten unterbrochen wurden. O'Brien wurde zur Beobachtung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht, wo er Berichten zufolge eine Gehirnerschütterung, eine Gesichtsfraktur und möglicherweise ein Hirntrauma erlitt. Bis heute ist es O'Brien unangenehm, auf Einzelheiten des Unfalls einzugehen, und er hat Reportern den Mund verboten, die nach den Details suchen. It wasn't easy, you know. It's, you know, it was. Ursprünglich sollten die Dreharbeiten zu Die Auserwählten in der Todeszone im Mai wieder aufgenommen werden, nur wenige Monate nach O'Briens Unfall. Leider kam und ging der Mai, und O'Brien erholte sich immer noch. Fans und Medien waren sich über den Ausmaß seiner Verletzungen nicht im Klaren, da er sich in aller Ruhe und fernab von sozialen Medien und Paparazzi erholte. Die Dreharbeiten wurden schließlich auf unbestimmte Zeit verschoben. Ohne O'Brien konnte die Produktion nicht viel drehen. Zur gleichen Zeit wurde O'Brien für die Hauptrolle in American Assassin gecastet, einen Action-Thriller, der auf dem gleichnamigen Roman von Vince Flynn basiert. Die Projekte begannen sich zu stapeln und der Druck auf O'Brien wurde immer größer. Wir wissen nicht viel darüber, wie sich O'Briens Verletzungen körperlich auf ihn ausgewirkt haben. Und O'Brien mag das auch so. Er erzählte Vulture: Es gab wirklich ein oder zwei Leute, die versucht haben herauszufinden, was passiert ist, und ich habe sie abgewimmelt. Ich bin zufrieden damit, wo ich die Grenzen ziehe. Für O'Brien war der Genesungsprozess überwältigend und dauerte viel länger als die optimistischen paar Wochen, die Maze Runner-Regisseur Wes Ball zuvor berichtet hatte. O'Brien brauchte insgesamt 6 Monate, um sich von seinen Verletzungen zu erholen, und sagte, der Sommer sei einer seiner Tiefpunkte in seinem Leben gewesen. Ich hatte eine Menge Funktion verloren, einfach nur in meiner täglichen Routine. Ich war nicht einmal mehr in der Lage, mit sozialen Situationen umzugehen, geschweige denn jeden Tag zur Arbeit zu gehen und Verantwortung zu übernehmen. Lange Stunden am Set, eine Leistung zu erbringen, einen Film zu tragen, da bekommt man Schweißperlen auf der Stirn. Er erzählte Collider: I mean, I was still in a hospital at that point, so there's no way that I was like, yeah, I'll do that movie. Eine kurze Zeit lang fragte sich O'Brien, ob er jemals wieder schauspielern würde, und erzählte People: Das erste Mal, als ich mein Gesicht sah, dachte ich, das war's. Allerdings war er auch für den Film American Assassin engagiert, dessen Dreharbeiten bald beginnen mussten. Andernfalls hätte das Produktionsstudio die Rechte an der Geschichte verloren. Doch schließlich entschied sich O'Brien, das Projekt voranzutreiben. Er erzählte gegenüber Vulture: Ich wollte es nicht aufgeben, und ich hatte im Laufe dieser 4 Monate auch diese wirklich interessante, tiefere Verbindung zu dieser Figur, weil ich das alles durchgemacht habe. Wie seine Figur mit Trap durchlief O'Brien nach dem Unfall 2 Monate lang ein intensives Training, das ihn dazu brachte, alles in Frage zu stellen, und Assassin-Regisseur Michael Questa ist der Meinung, dass O'Briens Erfahrungen der Figur Wahrheit verliehen. My guess is if you and I go hand to hand, you could probably figure out inside of 20 seconds whether or not I have what it takes to make it through the selection process, so. Im Gespräch mit Cinema Blend erklärte O'Brien, dass es eine unglaublich schwere Entscheidung war, zu Maze Runner zurückzukehren. Er erklärte: Ich war mir nicht sicher, was passieren würde. Um ehrlich zu sein, war ich mir lange Zeit nicht sicher, was ich davon halten sollte. Nachdem er American Assassin beendet hatte, fühlte er sich natürlich sicherer in seinen Fähigkeiten. Er sagte zu Vulture: Ich wusste, dass es wirklich hart werden würde, wahrscheinlich härter als Assassin.
Aber ich dachte, wenn ich das durchgestanden habe, kann ich auch das durchstehen. Und ich denke, ich werde auf der anderen Seite wirklich glücklich sein, dass ich das geschafft habe. Und das habe ich getan. Ein Jahr nach seinem Unfall wurden die Dreharbeiten zu Maze Runner 3, die Auserwählten in der Todeszone, wieder aufgenommen. Diesmal in Kapstadt, Südafrika. Die Auserwählten in der Todeszone schloss die Geschichte von Thomas ab und gab den Fans und O'Brien einen Abschluss. Aber was ist mit dem schiefgegangenen Stunt? Am Ende bestand O'Brien darauf, dass die Szene, in der er verletzt wurde, im Film belassen wird. In einem Interview mit USA Today sagte O'Brien: "Meine Antwort war eigentlich, ich möchte, dass sie die Szene im Film belassen, in gewisser Weise. Es würde mir mehr das Herz brechen, wenn sie einfach verschwinden würde."